Hi Volks, Girls and Boys, habe ich doch eine Impfberechtigung erhalten. Finde ich super. Yeah. Also schnell Termin klar machen. Ich kann es kaum abwarten, das gute Zeug gespritzt zu bekommen. Yeah. Vor lauter Aufregung muss ich mich irgendwie beschäftigen. Echt, ey. Was mache ich nur so lange? Kratz, kratz, kratz. Kratz mich am Kopf. Ein bisschen Obst vielleicht. Yeah. Gemüse futtern. Yeah. Wäsche abnehmen. Wäsche aufhängen. Und so weiter. Yeah. Zähne putzen. Anziehen. Rapido, rapido. Jetzt aber los. Rapido, rapido. Rapido, rapido. Meine Karre läuft heute besonders gut. Das Impfzentrum naht. Voll riesig hier. Voll der Plan. Scheint sehr gut organisiert zu sein. Der Shit hier. Da, ein Empfangsturm. Verschwurbelt, verstrahlte wissen, dass das eine Spritze darstellen soll. Ich weiß aber, bald haben wir uns. But why? Ich darf leider nicht filmen in the heart of the Impf. Die Echsenmenschen wollen nicht verewigt werden. Voll die Diktatur. Schade. Ich hab Bock auf meinen Schuss. Yeah. 30 Minuten später. Bin fertig mit der Prozedur. War voll easy. Ja, es war regelrecht smooth. Noch besser. Ist das wohl eine Nebenwirkung? Regen. Ist das wohl eine Nebenwirkung? Manche sagen, der deutsche Michel beugt sich. Es heißt aber The German Michaela mittlerweile. Das darf ich doch wohl noch mal sagen dürfen. Endlich wieder zu Hause. Aber ich hab irgendwie Gelüste. Ich weiß nicht wonach. Leckerstes Blut von hingebungsvoll gefolterten Kindern. Ah, voll lecker. Refreshing. Ist das gut. Ich gehöre dazu. Oh, mein Gesicht fühlt sich so komisch an. Was ist los? Für mich voll militär. Ist das wohl eine Nebenwirkung? Und das Geilste ist, das Bier schmeckt auch schon wieder. Natürlich noch eine Nachwehr, was sonst? Wie siehst du denn aus? Egal, egal. Kann man machen. Wie siehst du denn aus? Total egal. Total egal. Yeah.